Meine sehr geehrten Damen und Herren, sowohl in der Wirtschaft als auch unter Privatleuten erkennen wir die seriösen Partner auch an ihrer Zahlungsmoral. Es ist manchmal eine Frage des wirtschaftlichen Überlebens, dass fällige Forderungen auch beglichen werden. Wer hier dauerhaft Probleme hat, disqualifiziert sich und scheidet als Gesprächspartner und Geschäftspartner aus. Leider gehört die Europäische Union nicht zu den seriösen Akteuren. Deren Zahlungsmoral ist bei Lichte betrachtet schlecht. Dies hat der Europäische Rechnungshof im gerade veröffentlichten Bericht offiziell bestätigt. Neben den jährlich auftauchenden falsch verwendeten Ausgaben kritisiert der Rechnungshof in seiner jüngsten Veröffentlichung auch die immer noch hohen Zahlungsrückstände der EU. Die fehlerhaften Ausgaben sind 2016 zwar um 1 Milliarde Euro auf nur noch 4,2 Milliarden Euro zurückgegangen, aber auch dies sind 4,2 Milliarden Euro zu viel. Sorgen machen insbesondere die eingegangenen Zahlungsverpflichtungen aus dem Jahr 2016, die auf unglaubliche 240 Milliarden Euro angestiegen sind. Diese Verpflichtungen sind zwar noch nicht fällig, aber sie werden es. Und dann werden sie die zukünftigen Haushalte massiv belasten. Zur Relation muss man wissen, dass der EU-Haushalt nur 135 Milliarden Euro beträgt. Die eingegangenen Zahlungsverpflichtungen entsprechen daher mehr als dem 1,5-fachen Jahreshaushalt. Angesichts dieses Geschäftsgebarens entlarvt sich die EU als zweifelhafter Partner. Dies trifft noch viel mehr auf das unglaubliche Verhalten der Europäischen Zentralbank zu, zu dem ich schon öfters Stellung genommen habe. Wir von der LKR kämpfen im Europaparlament für mehr Transparenz und die Einhaltung der Verträge. Die EU ist das den Bürgern schuldig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.